Hallo meine Lieben, Steffi hier, willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video sprechen wir mal über unsere Coaching-Secrets, die dir dabei helfen, in die feste Beziehung zu kommen. Wenn das spannend klingt, bleibst du bitte bis zum Ende dran. Und für alle von euch, die neu sind auf diesem Kanal, hallo, mein Name ist Steffi Kessler. Ich bin ehemalige Bindungsängstlerin und heute Beziehungscoach, Expertin auf dem Gebiet der Bindungsangst. Und dabei helfe ich erfolgsorientierten Machern dabei, in die feste Beziehung mit ihrem bindungsängstlichen Herzensmenschen zu kommen. Dafür gibt es natürlich das ein oder andere Geheimnis, das ich dir in diesem Video verrate. In meinem letzten Video habe ich euch mal aufschreiben lassen, was ihr verändern müsst und dürft, quasi was eure Meilensteine sind auf dem Weg in die glückliche Beziehung. Und das Coaching-Secret Nummer 1 bei uns im Coaching ist Disziplin. Disziplin dahingehend, diese Dinge umzusetzen und sich keine Fehltritte zu erlauben oder so wenig Fehltritte wie überhaupt nur möglich. Wem das gelingt, der hat natürlich bessere Chancen, in die glückliche Beziehung zu kommen. Der wird auch sehen, dass er erfolgreicher dabei ist. Der schafft es darüber hinaus, eben eine Stabilität und eine konstante Basis aufzubauen. Und diese konstante Basis, das ist ja genau das, was dem Bindungsängstler fehlt, meine Lieben. Das dürft ihr nicht unterschätzen. Das heißt, Coaching Secret Nummer 1 ist, dass ihr an einen Punkt kommt, wo ihr so stabil seid in euren Gedanken, in euren Gefühlen und in eurem Verhalten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr emotional gar keine Ausbrüche mehr habt, dass ihr nichts mehr fühlt, dass ihr nicht auch mal traurig seid oder total begeistert und sprüht vor Liebe und vor Freude. Das heißt es nicht. Das heißt nur, dass gerade die negativen Emotionen, dass ihr die regulieren könnt und eben nicht aus dieser Emotion heraus agiert und dann irgendwas macht und einen Anfall kriegt oder anruft oder jetzt schimpft und meckert und in euch zusammenfällt dann danach, weil ihr merkt, das war ein Fehler und das hat jetzt ganz viel von der Verbindung und von der Nähe gekostet. Das ist nämlich der Preis. Jedes Mal, wenn ihr aus euren negativen Gefühlen heraus agiert, also reagiert, aktiv seid, jedes Mal dann zahlt ihr mit der Nähe, die ihr bis dahin aufgebaut habt. Die verschwindet, die reduziert sich dann nämlich wieder. Verschwindet nicht ganz, in der Regel nicht, es sei denn, es kommt direkt die Trennung als Reaktion, aber die reduziert sich mal mindestens. Das heißt, diejenigen bei uns im Coaching, die da erfolgreich durchspazieren, die leisten sich die Fehler nicht. Die verstehen das sehr, sehr schnell und die arbeiten diszipliniert mit all den Tools, mit all dem Wissen, mit all dem Input, mit all den Sachen, mit all den Informationen, weil es ist ja alles da. Es ist ja nicht, dass es nicht da ist, es ist da. Und die Frage ist wirklich nur, wie schnell kommt ihr da draußen an den Punkt, dass ihr dann nicht mehr so, euch nicht mehr erlaubt, so rumzueiern. Euch nicht mehr erlaubt, so mal hier, mal da, mal hier, mal dort und dann, ja. Das ist genau das, was nicht funktioniert. Ich habe in meinem letzten Video das Beispiel gebracht mit der Ernährung. Das ist ein ziemlich treffendes Beispiel, weil auch da natürlich jeder Tag zählt. Jeder Tag ist eine Möglichkeit, sich gut zu ernähren und das eben zu meistern und zu wuppen und mehr und mehr und mehr seinem Zielgewicht nahe zu kommen. Und aber jeder Tag ist natürlich auch die Chance, also mal mindestens dreimal am Tag, wenn wir so regelmäßige Mahlzeiten haben, aber zwischendurch sowieso, also jede Minute dieses Tages birgt natürlich auch die Gefahr, eine falsche Entscheidung zu treffen, eine falsche Wahl zu treffen. Und dann logisch rutscht man einfach auf der Waage wieder ein Stück weit in die andere Richtung, in die man gar nicht will. Und ungefähr so müsst ihr euch das auch vorstellen bei eurem bindungsängstlichen Herzensmenschen. Es gibt ja nicht nur eine Interaktion. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es gibt ja eine Vielzahl an Interaktionen. Also immer wieder seid ihr verleitet, entweder die richtige Entscheidung zu treffen und das richtige Verhalten an den Tag zu legen oder euch einfach gehen zu lassen und holter die Polter, die Disziplin über den Haufen zu werfen, alles, was ihr gelernt habt, schnell mal zu vergessen und einfach aus irgendeiner Schublade hier in diesem Kopf irgendwas rauszukramen, was nachweislich die letzten Jahre, Jahrzehnte für euch schon nicht funktioniert hat. Ne? Also weil die Programme, die hier gespeichert sind, das sind eben alte Sachen, Sachen aus unserer Kindheit, Sachen, die wir irgendwann mal gelernt haben, von denen wir damals dachten, das ist das Nonplusultra und das hilft uns. Das ist jetzt ein Verhalten oder eine Reaktion, die ist genau die richtige für mich. Vielleicht war sie es damals in der Situation noch, als du es gelernt hast. Vielleicht wusstest du es nicht besser, wahrscheinlich wusstest du es nicht besser.
Aber du musst dir vorstellen, bei uns im Coaching, da weißt du es besser. Ja? Da kriegst du alles, 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 alles. Oder ihr kriegt alles, was ihr braucht in diesem Coaching, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und es wird euch sogar leicht gemacht. Wir wiederholen das. Und ihr habt ja nicht nur einen Tag dafür Zeit oder eine Woche oder einen Monat. Nein, wir machen das über einen sehr langen Zeitraum, weil das einfach trainiert werden muss. Und wir sehen tatsächlich immer wieder, dass Leute sich eigentlich gut laufende Anbahnungsphasen, gut laufende Wiederannäherung, gut laufende Beziehung in Anführungszeichen wieder zerhauen, weil sie das nicht anwenden, was wir ihnen mitgeben. Und deshalb einmal mehr Disziplin, meine Freunde, extrem wichtig. Egal, ob ihr da draußen jetzt im Coaching seid oder ins Coaching kommen wollt, falls dem so ist, findet ihr unten in der Infobox natürlich den Link zu meiner Webseite und könnt euch dafür ein kostenloses Kennenlerngespräch bewerben. In dem Gespräch geht es darum, wo ihr steht, wo ihr am liebsten hin wollt und ob wir euch auf dem Weg dahin begleiten können. Das heißt, das Coaching-Geheimnis, nochmal, um in die feste Beziehung zu kommen, ist, dass ihr ganz gerade auf eurer Spur quasi in die Veränderung rutscht, da auch drin bleibt, euch sozusagen haltet in diesem neuen Muster, das entsprechend natürlich etabliert und lernt. Und ja, das fühlt sich am Anfang immer so ein bisschen weird an und so ein bisschen nicht nach euch, weil ihr mit euch kommt eben aktuell nur dahin, wo ihr aktuell seid. Und um da eben weiterzukommen, braucht es ja ein Shift, du brauchst eine Veränderung. Und diese Veränderung hin zu etwas Neuem fühlt sich natürlich immer erstmal ungewohnt an. Es ist, als wenn wir ein neues Paar Schuhe anziehen und denken, oh, die alten sind so viel bequemer, aber die alten sind vielleicht einfach nicht die richtigen mehr für das, was wir jetzt wollen. Die alten Schuhe sind vielleicht Ballerinas und jetzt kommt der Herbst und da brauchen wir eben neue Schuhe. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch sehr, dass ihr das nicht unterschätzt. Es ist jetzt nicht so ein mega sexy Thema, Disziplin. Deshalb kann ich auch verstehen, dass es da in meiner Branche und auch von mir ja noch nie vorher ein Video zugegeben hat. Und ich glaube auch nicht von irgendeinem Kollegen. Müsste man mal gucken, falls ihr da eins habt zu dem Thema. Lasst es mich mal wissen, schickt es mir mal, weil es eben nicht so erotisch ist. Ne? Es ist natürlich einfacher zu sagen, hier, da mal eine Nachricht geschickt oder hier mal so und so reagiert. Aber es ist ja viel mehr, es braucht ja viel, viel, viel mehr. Und die allermeisten von euch, die wissen das auch, eben weil es so viele Interaktionen gibt, so viele Matching-Punkte, so viele Momente, wo man es gut machen kann und die Verbindung und die Beziehung weiter stärken und aufbauen und ausbauen kann. Aber eben natürlich auch, genauso kann man diese Situation dafür verwenden, um eben einen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Und das wünsche ich niemand von euch, aber es kommt natürlich nicht einfach so zum Fenster reingeflogen, die gute, liebevolle Beziehung. Also ich weiß noch, ich habe damals viel an mir gearbeitet, als ich mit meinem jetzigen Mann auch zusammengekommen bin. Ich war ja sowieso in meinem Prozess mit der Körperarbeit, um nicht mehr regelmäßig ohnmächtig zu werden und so weiter. Also ich war komplett im Umbruch und war da sehr, sehr bewusst, ich will es mal so sagen. Also ich habe regelmäßig analysiert und regelmäßig überlegt, was mache ich beim nächsten Mal besser und was kann ich noch verändern, was muss hier noch passieren, welchen Fehler darf ich mir auf jeden Fall nicht nochmal leisten. Und ich habe da wirklich, ich vermute mal, jeden Fehler auch einmal mitgenommen, den es so mitzunehmen gilt, aber eben nur einmal. Und das ist genau das, was es braucht. Also vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich wirklich schon ziemlich am Boden war mit mir und meiner Situation. Mir ging es damals alles andere als gut. Also ich hatte auch nicht so viel Power, jetzt hier so rumzuspielen und mir noch drei Ausrutscher zu erlauben. Das hätte ich gar nicht gut hinbekommen. Von daher ist natürlich der Wunsch und auch der Druck sehr hoch gewesen für mich. Aber genau das führt oft ja dann dazu, dass wir da diszipliniert werden. Ne? Wenn es jetzt, ich weiß nicht, eine schlimme Diagnose gäbe und hieß, du darfst jetzt nur noch Bananen essen, dann würde es den allermeisten von euch nicht besonders schwer fallen, jetzt nur noch Bananen zu essen, um eben Schlimmstes zu vermeiden. Oder wenn es jetzt heißt, bitte nur noch blau tragen, dann gewinnst du im Lotto. Dann würde auch das, ja, ich wäre direkt passend angezogen. Also auch da wäre die Motivation sehr, sehr, sehr groß. Und genau das braucht es an der Stärke. Ich erlebe immer wieder, das ist alles so wichtig und der Herz des Menschen ist so besonders und die Beziehung ist so sehr gewünscht und gewollt. Und dann hapert es immer manchmal wirklich an der Disziplin, um da hinzukommen. Und das ist natürlich das Geheimnis. Und jetzt gibt es natürlich Menschen da draußen, die können für sich alleine schon sehr gut ihre Disziplinen aufbringen. Vielleicht
gut in der Kindheit gelernt, mal regelmäßig Sport gemacht, Hochleistungssport, who knows, doesn't matter. Und dann gibt es aber auch welche da draußen unter uns, für die ist es ein bisschen schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Für die funktioniert es dann eher wirklich, wenn schon unter Messers Schneide nur noch diese oder jene Option zur Verfügung steht. So mit dem nötigen Druck funktioniert das für die allermeisten da draußen richtig, richtig gut. Und wenn ihr schon wisst, ihr könnt euch den Druck nicht alleine machen und ihr kriegt das nicht umgesetzt, ihr seid dann nicht diszipliniert genug, dann hey, gar kein Problem, wäre das wirklich ein guter Moment, um zu sagen, ich hole mir dabei jetzt Unterstützung und zwar professionelle. Und falls dem so ist, wie gesagt, unten in der Infobox ist jetzt dein Weg zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Wir nehmen natürlich nicht jeden, bei uns kommt nicht jeder ins Coaching. Also ein Stück Eigenverantwortung muss da schon im Vorfeld auch nochmal unter Beweis gestellt werden. Aber ultimativ ist es natürlich ein besserer Schritt zu sagen, ich hole mir da jetzt Unterstützung bei, als zu sagen, ich kriege das alleine nicht hin, das weiß ich schon, aber ich will trotzdem in die Beziehung, weil das kann natürlich nicht funktionieren. Wie gesagt, ich freue mich über eure Bewerbung. Macht euch bitte keine Illusion, dass es schön und leicht wird die ganze Zeit im Coaching. Wird es nicht. Aber was soll's, wenn es um die Liebe geht. Gut, macht's gut. Bis dann. Tschüss.